Guten Morgen zurück auf dem Rio Negro. Wir sind über Nacht gute 50 Kilometer hoch zu uns gefahren, sind jetzt in einem ganz neuen Stretch, sind gerade durch krassen Dschungel durchgefahren, also wirklich richtig tief rein. Und ich muss sagen, mir geht es körperlich wieder deutlich besser wie gestern. Es war tatsächlich einfach der Hangover von gestern, der es vielleicht einfach auch ein bisschen schwer gemacht hat. Was mir aber nach wie vor zu schaffen macht, sind meine Handgelenke bzw. meine Gelenke in den Fingern von diesen krassen Prop-Baits, vom Halten der Route, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, hatte es noch nie davor, aber irgendwie, das macht mir ein bisschen zu schaffen. Aber naja, wir schauen es mal. Ich hätte nicht gedacht, dass man beim Fischen hier so an die Grenzen kommen kann. Wir kennen es ja schon von Thailand, aber hier haben wir halt einfach nochmal andere Dimensionen von Kräften, die dagegen wirken, gerade vor allem mit diesen Prop-Baits. Nichtsdestotrotz machen wir heute natürlich weiter und versuchen heute einen dicken Fisch zu kriegen. Und hier, wo wir jetzt sind, ist so eine riesen Lagune. Da meint der Guide erstmal mit Köder, die nicht Topwater laufen, sondern eher tiefer, Spinnerbaits, Jerk- und Twitchbaits. Und das probieren wir jetzt mal. Er hat schon hier gesagt, Casa de King Kong. Hier haben wir dicke, fette Fische zu erwarten. Hoffentlich kriegen wir einen von denen. Und wenn dem so ist, dann gibt es natürlich ein Update. Jetzt geht's erstmal los. Fuck! Fuck! Jesus Christ! Come on. Whew. Erster dicker Fisch des Tages. Und der geht ganz in Richtung größter bisher. Der könnte die 70 knacken. Boah, krasser Biss. Top oder hin. Oh, crazy. Schaut euch diese wunderschönen Fische an. Ist gleich doch nicht so groß, wie ich anfangs dachte. Aber das sind einfach krass, die Jungs. Und haben halt so heftig viel Power. Geil! Okay, thank you. Zweiter Fisch. Glenn hatte beim Topwater einkurbeln direkt vorm Boot einen Schwall. Und wir sind ein bisschen weggefahren. Ich habe den Federchick genommen, habe ein bisschen tiefer gefischt. Und boom, tschakalaka, da ist er. Und dann ist hier derselbe Fisch sein. Auch wieder ein schöner. Keine Endstufe Riesenfisch, aber die Jungs haben halt einfach Power wie bescheuert. Da haben wir wieder einen schönen hier. Geiler Fisch, eingeschlagen wie eine Bombe auf den Federjig. Den messen wir jetzt nochmal schnell. Okay. Auch wieder ein schöner Fisch, 63. Geil. Diese Fische sind so krass schön und so viel Power. Tja Leute, jetzt habe ich gerade einen Schleif gebaut. Unbeabsichtigt. Wir haben jetzt so abgeballert. Und ich habe halt wie so oft nah an ein Stück Holz geworfen. Ticken zu nah. Und das Stück Holz hat sich als Krokodil entpuppt.
beziehungsweise als Kaiman. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich würde natürlich nur ungern meinen Köder, aber genauso ungern eine Hand verlieren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der Guide ist auch nicht sonderlich gesprächig. Der Kollege schwimmt hier oben gerade einfach durch die Gegend. Ja, los. Love line. Better. Okay. Oh, tree. He strikes it hard. Okay, out of the tree. Dann haben wir wieder einen auf den Mollix Topwater. Wunderschöner Fisch. Auch nicht sonderlich groß, aber wieder geil gefärbt. Und eine krasse Attacke. Ja. So, wir machen einen Spotwechsel. Und wie wir reinkamen in die Lagune, so kommen wir auch wieder raus. Nur durch einen anderen Weg, aber hier durch ultra das enge Wasser, Motor ganz hoch, immer wieder über große Bäume drüber. Ist auf jeden Fall hier echt eine harte Nummer für das Gerät, für die Aluboote und für die Motoren. Aber es ist einfach geil. Denn hier wird kein Mensch bei uns auf die Idee kommen, durchzufahren. Hier sind ganz normale Wege. Einfach spannend. Wir hatten heute Morgen einen recht guten Start eigentlich, finde ich. Wir hatten jetzt ja zwei oder drei gute Fische, ich weiß gar nicht mehr genau, und ein paar kleine und einen Alligator beziehungsweise einen Kaiman. Fand ich ja persönlich schon mal irgendwie sehr, sehr geil. Ich hätte, um ehrlich zu sein, auch wenn ich etwas überrascht war, den zu haken, weil ich ihn nicht gesehen hatte, hätte ich ihn trotzdem echt gerne eigentlich näher gesehen, einfach mal um das Vieh genauer anzugucken. Aber am Ende war es ja gut, dass es sich abgehakt hat. Und den nächsten sehen wir hoffentlich einfach so rumschwimmen. Das wird mir auch schon reichen. Jetzt schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Auf jeden Fall geht es jetzt hier erstmal weiter durch den Dschungel. Fisch hier gerade drauf. Den hat er aus dem Flyball rausgefangen. Boah, das ist so gut. Wow. Yes. Yes. Oh, 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 oh. That's a big fish. Jawohl. Geil. Boah. Da haben wir die 70. Krasser Fisch. Richtig geiler Fisch. Congratulations, bro. Thank you. Come on. Come on. What do you got? 76. Yeah. Glenn, that's the biggest fish so far of the trip, of the whole group, I think. Oh. Nice. It is? Yeah. Der Fisch, die Jungs haben Power ohne Ende. Deswegen. Ja. So ein geiler Fisch. Krass. There you go. Yeah.
No dolphins. Okay, gotta go here. Yeah. Here, close. Close. No. Is dolphin room? Yeah. Yeah, bring it in. What, it's crazy. This fish are so strong. Insanely strong. You know, underneath the 80, just keep it like a small drive by on your hand. Leute, schöner 64er Peacock auf die Fliege. Im Hintergrund taucht gerade ein Kaiman auf. Einfach geile Fische. Jetzt darfst du zurück. Rats. Nice. Da habe ich noch zum Schluss einen Traida, einen Wolffisch, erwischt. Auch ein krasses Vieh. Nicht groß, die gibt es aber auch noch richtig groß. Hello, hello. How was your day, buddy? Good. Good? Yeah, we had a good one. 100% italiano, guarda qua, tac! Quei animali, questo ci vuole sempre, figa, tac! So, schön nach dem Essen. Was macht man natürlich mit der ganzen Bande voller verrückter Anglern? Mit viel Publikum, Welsangeln. Zwei Ausgewählte mit der Rute und die sind hier gerade am Kämpfen, dass die, dass die Köder nicht von den Piranhas gefressen werden. Aber Superman, der Anschlag hat gerade nicht nach Piranha ausgesehen. Trotzdem nichts dran. Jetzt schauen wir mal, ob da noch was geht. Das ist auf jeden Fall witzig. Trees. Boom! Oh, Monstro! Monstro! That's a good fish! Oh, geil! Aus nichts den Topwater dahin und eine Ultra-Explosion. Mein Glück war, der Fisch hat den so tief genommen, den Köder, und ist voll in die Bäume rein. Und dadurch, dass der Köder aber im Maul war und nicht außen konnte, dass ich ihn irgendwo einhaken, dadurch habe ich ihn bekommen, weil ich habe gemerkt, dass er oft in den Bäumen drin war. Wow. Okay. Okay? Da haben wir doch echt einen krassen Fisch. Geil. Wunderschön. Was soll man sagen? Ein Traum. Es war jetzt alles echt so surreal schnell, weil wir eigentlich echt noch früher Morgen haben. Und ich auch bei dem Wurf nicht mit dem Fisch gerechnet habe. Also klar, macht man nie, aber diese Struktur mit den großen Bäumen war schon geil. Aber hat uns jetzt die ganze Zeit wirklich nur kleine Fische beschert. Wir hatten keinen einzigen, über 50 oder so. Und dann kam einfach diese Rakete mit 80 glatt, ultra krasser Fisch.
Und dann direkt klein hinterher nochmal so ein 60er, denke ich mal, vorhin. Also, das war jetzt echt ein geiler Stretch hier. Jetzt machen wir einen Spotwechsel zu hoffentlich noch besseren Plätzen. Nee, also ich bin schon ultra happy. Wahrscheinlich war das der Fisch des Trips für mich. Und muss man erstmal ein bisschen verarbeiten, nachher Bilder angucken. Hoffentlich ist alles schön geworden. Und ja, aber das Erlebnis und der Biss leider nicht auf der GoPro. Ich hatte die GoPro da in der Zeit aus, weil ich kurz vor den Akku gewechselt hatte. Ja, aber so ist es halt. Trotzdem, hier drin sind die Memories leider nicht für euch direkt, aber ihr habt den Fisch immerhin gesehen und das zählt. Also bis zum nächsten Spot. So, wir sind hier gerade am Mittagspause machen, haben uns schön im Schatten unter einem Baum verzogen, festgebunden und da uns etwas von der Hitze erholen, weil heute ist es wirklich sehr, sehr heiß. Ich möchte die Pause mal nutzen, um euch mal kurz ein paar Eindrücke noch in das Thema Tackle zu geben und was ich hier so genau benutze und was man mit dabei haben sollte, meiner Meinung nach, für einen Trip wie den jetzt hier, bei dem man sowohl Numbers, also auch kleinere Fische, aber auch richtig große Fische zu erwarten hat. Und ich habe mich auf der Basis auf zwei Routen oder zwei Routenserien, das sind ja zwei Routen, fixiert, und zwar einmal meine Molex Fioretto Essence Treble, die Casting, die ich auch schon in Thailand gefischt habe. Die Route ist einfach super universell, sehr, sehr stabil. Ist zwar nur angegeben mit 42 Gramm Wurfgewicht, kann aber deutlich mehr, hat deutlich mehr Power. Ich habe damit wirklich gute Fische gefangen, sogar den 80er heute, der kam auf die Route. Ich habe hier einmal für die Federjigs, für die etwas leichteren Thematiken, also eben die eine Fioretto mit einer Shimano Bantam drauf und einer 50 Pfund Power Pro Schnur. Also was sind das? Ich glaube, das ist eine 28er oder sowas, schon recht stark, eine vierfach geflochtene, eine ordentlich stabile Schnur. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Fische, die hier, die kann man manchmal nicht halten, die gehen ins Holz, die beißen im Holz, da braucht man eine massive Schnur. Vor den Federjig habe ich hier einen 60er Mono vorgeschaltet, wirklich eine ganz kurze Spitze, einfach nur, dass diese Zähne von den Fischen nicht an der geflochtenen Schnur rumreiben, weil den Federjig, den hauen sie hier doch manchmal etwas tiefer rein. Eben als Köder hier diese Federjig, Bucktail-Jig-Dinger, bei uns eigentlich relativ unbekannt, aber hier ein absoluter Go-To-Köder und sehr wichtig dabei zu haben und vor allem einige dabei zu haben, weil die zerlegen es ziemlich zügig, auch gerade mit den Piranhas und so. Dann habe ich die zweite Fioretto Essence, genau dasselbe Modell. Die habe ich für die Topwater Baits in dem Fall jetzt hier genommen. Da habe ich eine Corrado 201K drauf von Shimano. Wichtig noch zu sagen, auch bei der Band haben alles in den XG-Übersetzungen, also alles in den hohen Übersetzungen, einfach um schnell zu sein, weil die Fische mögen den Speed. Und alles, was unter, meiner Meinung nach, unter einer 8-1 oder einer 8er Übersetzung ist, ist zu wenig. Auf der habe ich eine 60 Pfund Power Pro, was einer, ich glaube, 32er entspricht. Und hier fische ich den Molex Topwater 110, klassischer Stickbait, also man kann da jegliche Stickbaits nehmen, der war jetzt noch einfach sehr, sehr gut. Man sieht es ihm auch an, der hat ordentlich was erlebt. ich habe die Köder alle komplett, also jeden Köder, den ich aus Deutschland mitgenommen habe, habe ich umgerüstet mit den Haken auf die VMC Captain Hooks, heißen die, glaube ich. Die Dinger sind wirklich stabil und trotzdem noch relativ leicht. Da habe ich sogar den Kaiman damit gestern durch die Gegend gezogen, also das ging echt gut. Die Combo ist eben auch super für die ganzen Topwater oder eben leichtere Twitchbaits und so Geschichten. Und dann für die großen Props, also für die dicken Jobbaits oder Propbaits, habe ich von Hearty Rice mir eine Route, eine Traveler-Route mitgenommen, beziehungsweise zwei. Eine davon habe ich gestern weggeschickt, die habe ich gestern zerbrochen. Und zwar, ich habe zwei verschiedene Modelle mit dabei gehabt. Jetzt gerade aktuell hier in der Hand habe ich aus der Slash Monster Peacock Serie, ne, sieht man hier auch an dem Auge hier, an dem Peacock-Auge, habe ich das Modell mit 2,10 Meter und 80 Gramm. Die ist ein
die ist eigentlich perfekt für diese ganzen Thematiken. Es gibt noch die eins kürzere, ich meine, die hat 1,80 Meter oder so, die ist noch ein Ticken geiler. Die hatte ich jetzt auch die ganze Zeit gefischt, aber eben, wie gesagt, da ist mir leider ein Teil gebrochen. Dementsprechend, ja, so eine Rute oder auch ruhig was Stärkeres. Ich habe mir die aber mitgenommen, weil ich da noch nicht sonderlich viel Erfahrung hatte für die großen Sachen und sagen muss, die hat augenscheinlich einen guten Job gemacht. Hat sie auch, also technisch war die super. Ja, nur wie gesagt, dass die Ruten brechen, also es sind jetzt schon 3 oder 4 auf dem kompletten Trip bei anderen Leuten gebrochen. Das passiert einfach. Es ist so eine harte Fischerei, da muss man damit einfach manchmal rechnen. Genau, hier habe ich eben diese großen Prop, diese Woodchopper und High Roller und diese ganzen Prop-Baits mit drauf. Und hier eine Abo Revo Rocket, das ist eine Rolle mit einer 10er Übersetzung und auch hier die 60 Pfund Power Pro drauf. Toni, vielen Dank nochmal für die Rolle, beziehungsweise für die Rollen. Er hat mir 2 Stück mitgegeben. Die sind wirklich top für die Geschichte, weil diese 10er Übersetzung einfach zum die Schnur aufholen bei diesen Proppen wirklich genial ist und einfach ja, einen guten Job macht. Als Fliegenrute habe ich meine Loop Evotech Cast mit dabei in der Schnurklasse 9 mit der Loop OptiRunner drauf in der 9er Klasse und fische einfach meine Streamer damit. Das ist jetzt nichts Besonderes, die hatte ich auch schon in Südafrika am Sambesi zum Tigerfischfischen mit dabei. Die fische ich bei uns auf Hecht. Das ist eigentlich so für mich eine wirklich sehr, sehr gute Allround-Route für all diese Geschichten. Also da wisst ihr ungefähr, was ihr zu erwarten habt. Köderthematisch kann man sich austoben. Was für mich ganz neu war oder beziehungsweise wichtig zu verstehen hier war, dass man hier auch ruhig mit kleinen Ködern fischen kann. Klein bedeutet alles so um die 90 bis 110 mm, also 10 cm plus minus kann man ruhig machen. Ich dachte immer, man muss deutlich größer gehen. War auch so ein bisschen der Fehler, scheiß Moskitos, war auch ein bisschen der Fehler in meiner Vorbereitung. Weiß nicht schlimm, ich hatte ein bisschen was dabei, habe noch was im Tackle Shop gekauft, aber die doch recht großen, die ich mitgeplant habe, die haben noch gar nicht wirklich funktioniert. Dementsprechend auch hier immer dran denken, für so Allround-Größen immer auch kleinere Baits mit dabei zu haben. Ich glaube, nur wenn es wirklich dann nachher auf nur Big Fish geht, dann kann man sich noch mal ein bisschen mehr auf größere Baits fokussieren. Dafür ist die Destination hier sicherlich auch cool, aber man verpasst einfach vieles, wenn man nicht ein bisschen Spaßfischen nebenher macht, meiner Meinung nach. Wenn man nur dicke Köder schmeißt, klar ist die Chance vielleicht größer auf einen großen Fisch. Allerdings kam mein 80er heute auch auf den 110er, also auch auf einen kleineren Köder, von dem her da alles cool. Wir machen jetzt weiter. Wir werden jetzt noch ein paar Fische fangen, heute die Mittags- und Nachmittagszeit ist in der Regel auch nochmal sehr, sehr geil. Und ihr seid natürlich wie immer auf der Brust live dabei an der GoPro. Ja. Nice. Alter Leute, was für ein Brecher. 74, gekämpft wie ein Schwein. Das ist so
Shark. Glenn hat gerade eine völlige Rakete gezündet. Alter, der Fisch hat gerade sicher 30 Meter Schnur genommen wie ein geisteskranker. Auf ein Spinnerbait. Glenn, hier ist Polar, ne? Ja. Wow! Bro, that's a huge fish. Okay, im schlechtesten Moment hat gerade die Kamera den Akku aufgegeben. Ich drehe durch. Wir haben einen riesen Fisch im Boot. Alter Vater, selbst der Guide ist völlig ausgeflippt gerade. Fucking hell. What the fuck? Jesus Christ. Oh fuck. 16, 17 pounds. 17? Wow. Yep. What we got? No, we are not in the front, No, okay. Okay, turn over here. Okay. Wait, five. 84, 85. Insane. What a day. Oh my gosh. Dude, what's that? Oh mein Gott, Leute, ist das ein Riesenfisch. Ich krieg ihn gar nicht mit Glenn komplett drauf. Jesus Christ. Alter, ist das ein Monster. Yo, jetzt gibt's erstmal ein paar Bilder. Crazy action. Campeon. You campeon. Fuck. Leute, einfach nur krank. 85. Wir haben 74, 80, 85. Die ganze Woche wird noch nicht ein Fisch mit 80 gefangen und wir fangen zwei an einem Tag. Unfassbar. Der Fisch war extrem fett, extrem schwer. Ihr habt es gesehen. Und jetzt gibt's erstmal da drauf, auch wenn Glenn gefangen hat, aber es ist immer eine Bootszeremonie. Bro, cheers to that fish. Insane. Oh, schmeckt noch besser bei der Hitze. Yeah. Now you're in trouble. I'm a bass fisherman. I'm not in trouble with stuff like that. But it's a small one. It's a small mama. Small mama. Big bait for a small mama. Hat mal wieder geklappt mit dem Fryball, mit den Babys. Allerdings ist ja diesmal die Mama klein, beziehungsweise könnte es der Papa sein. Mama ist vielleicht noch da. Maybe it's yeah. Papa? Mama is there? Wow! Alter, nochmal auf den Top-Horn, auf den Molle. Wow! Big fish. Crazy fish. Wow, that's a big one again. Okay, got him.
Ein wunderschöner Fisch. Ganz krass. Mein Gott, sind das Biester. Alter, der Biss war so hart. Oh, Monster. So, Leute. Jetzt auch dieses Riesentier wieder gehen. Very luck today. Good job today. Crazy, Leute. Einfach nur crazy. Völlig kranker Tag heute. Jetzt geht's heim. Und heute Abend gibt's Barbecue am Strand. Kann es besser werden? Ich glaube nicht. So, guten Morgen zum letzten vollen Angeltag. Wir sind wieder mit dem großen Hausboot bis runter gefahren in die Region, wo wir die ersten Tage gestartet haben. Tatsächlich sind wir sehr, sehr lange ins Boot gefahren. Und unser Guide hat uns zurück an den Spot gebracht, an dem wir am Tag 1, am ersten vollen Angeltag, meine ich, war es. Ja doch, echt gut gefangen hatten. Die Bucht, wo wir hier reinfahren, dachte ich gleich, jawohl, geil, er hat sich noch daran erinnert. Beziehungsweise er tut uns den Gefallen, hier nochmal zurückzukommen. Und dementsprechend bin ich heiß und zuversichtlich, dass ihr gleich wieder ordentlich rappelt. Jetzt legen wir erstmal hier los. Schönen Fisch. Die sind einfach von der Färbung her so geil. Irgendwas um die 60 rum, denke ich mal. So, und den müssen wir jetzt vorsichtig releasen, dass wir hier nicht wieder diese Biester von Delfinen am Start haben. Und dafür haben die Jungs hier einen Fischkasten. Der wird natürlich gut gefüllt sein mit dem Bock. Okay. Wow. You're on? On a pike lure? Yep. Well. Klaus Klausson, Svartsonko, det är dina drag som vi har nytta här i Amazonas också. So, am letzten Spot des Tages angekommen und auch am letzten Spot des letzten vollen Tages quasi. Morgen geht es ja noch die Hälfte raus. Der Tag war sehr, sehr extrem. Es ging morgens sehr, sehr gut los. Wir hatten sehr viele coole Fische. Sehr gute Größen, so bis Mitte 60. Dann lief die Pechsträhne los, dann habe ich irgendwie sehr viele Fische verloren. Fehlattacken und so weiter. Dann hatten wir wirklich ewig lang gar nichts. Dann sind wir zurück nochmal zu dem Spot vom Morgen, haben aber auch nur noch 2 Fische gekriegt. Und seither läuft es wieder unfassbar zäh. Also ich weiß nicht, wie die anderen gefangen haben, aber das werden wir ja später erfahren. Alles in allem scheint die Fische heute auf jeden Fall nicht so in Partylaune zu sein, wie sie es gestern zum Beispiel waren. Wobei wir ja, muss man dazu sagen, ja auch nicht mehr auf dem Stück von gestern fischen, sondern wieder weiter runter den Fluss sind. Vielleicht ist es einfach hier unten aktuell nicht so gut wie oben.
naja, wir schauen mal, was noch geht. GoPro hat den Geist dafür gegeben, keine Akkus mehr, deswegen schauen wir mal, muss ich hiermit alles festhalten, was geht. So, fertig für heute mit dem Tag. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu spät gemerkt, die zweite Sonnencremeschicht aufzutragen. Naja, ist jetzt halt wie es ist, der Sonnenbrand. Nicht geil, aber ja, beim Fischen ist man manchmal so blöd geil drauf, dass ich es dann einfach vergessen habe. Wir haben heute Abend das Dinner bzw. die Barbecue-Party hier auf dem Strand. Ich habe es verplant, ich dachte es wäre gestern, aber es ist heute Abend, also der letzte Abend quasi. Und hier hinten liegt die Kalua, das große Schiff. Da liegt das hinten das Schiff von der Crew und von den Guides und so. Das sind ja mal zwei Schiffe, die da fahren. Und hier ist schön aufgebaut eine Beachbar. Hier wird Fußball gespielt, die ganze Crew ist mit dabei, die Guides sind mit dabei, wir alle natürlich. Und hier läuft im Hintergrund nachher noch ein bisschen Mucke. Der Barkeeper hat seine Bar draußen aufgebaut. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Abschlussdinner für den Abend oder für den letzten Abend auf dem Fluss. Wir haben ja noch einen in der Lodge nachher dann morgen Abend. Aber ja, ich zeige jetzt mal noch ein paar Details und ein paar Close-ups von der, ja, von allem, wie es hier aufgebaut ist. Und dann gibt es noch ein bisschen was zum Essen nachher. Ciao, ciao. This is going to RLCC. So, guten Morgen. Ein letztes Mal hier von der Lodge am Rio Negro von unserer Brasilien-Tour 2024. Hiermit möchte ich das Video auch beenden. Ich möchte einfach nur mich bedanken bei der Firma Getaway Sea Angling, bei Robert, bei Heiko, die dass sie alles organisiert haben und alles in die Wege geleitet haben. Und ich kann so viel versprechen, es wird nicht die letzte Tour sein, die wir zusammen machen. Wer auch mal Bock hat auf so ein Adventure, auf eine Reise in den Dschungel zum Peacockfischen vom Allerfeinsten mit einem Mega-Service der Kalua Crew und der Chance auf den Fisch des Lebens, der sollte jetzt auf jeden Fall gespannt auf die Seite von Getaway Sea Angling gehen und einfach sich mal die nächsten Termine anschauen. Im Januar 2025 und im Oktober 2025 sind schon Termine eingetragen. Und wenn alles so läuft wie geplant, dann wird der Termin im Oktober an den Yurubaxi River ein Termin sein, den eventuell ich als Tourguide leiten werde. Das heißt, wer Bock hat, mit mir auf so eine Tour zu gehen, der ist natürlich herzlich eingeladen, da sich das anzuschauen, ob er da mit dazu möchte. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Der Yurubaxi ist nochmal ein ganz spezielles Revier mit extrem großen Fischen. Nicht viel Frequenz, aber wenn, dann große Fische. Das wird sicherlich nochmal ein spannendes Erlebnis. Oder ansonsten eben im Januar hier die ganz normale Tour im Rio Negro. Da schaut euch das auf jeden Fall an. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Trip, der sich sowas von lohnt. Ja, und da ist auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das nächste Mal hoffe ich, dass ich wieder mit Toni vor der Kamera stehen kann. Wirklich schade, dass er nicht mit dabei sein konnte dieses Mal. Aber das wird sich mit Sicherheit wieder ändern für die nächsten Male. Und in dem Fall, tight lines, ich bin raus und bis zur nächsten Folge bei den Angler Dudes.